Ich würde dich gerne fragen, warum du heute da bist. Um die Flugverbindung. Was freust du dich am meisten? Auf das Lernen. Wo warst du die letzten Wochen oder Tage oder Monate? Ich war bei mir zu Hause, in meinem WG-Zimmer. Ist dir trotzdem ganz gut eingerichtet oder wie hast du das da hingekriegt? Ja, so gut es ging. Also ich habe auch da einen Arbeitsplatz, aber man kann sich noch viel besser konzentrieren. Auch mit Musik? Ich bin gespannt, ob man den Lesesaal noch hört. Davor war ja Arbeitsplatz, Schlafplatz, Freizeitplatz, alles in einem. Und ja, es ist schon gut, irgendwie mal eine räumliche Trennung zu haben und jetzt wieder nicht so gehen zu können. War das schwer mit dem Ticket oder seid ihr dann gut durchgekommen? Das geht eigentlich. Man kann, das ist man ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt, sag ich mal. Wenn man Bücher geholt hat, war das ja auch immer so. Aber dahingehend, also gerade wenn man jetzt sowas schreiben muss, dann ist es halt wirklich eine große Erleichterung, wenn man nicht die Bücher ständig irgendwie mit. Einfach die ruhige Atmosphäre einem da irgendwie ein bisschen besser ins Schreiben reinbringt, als wenn man zu Hause sitzt und sieht, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen.